Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und heute geht es um Volksverhetzung. Jawohl, Volksverhetzung. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, erstens gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt oder und so weiter, ne? Also das ist Volksverhetzung. Und wenn jetzt jemand öffentliches Eigentum beschmiert, dann ist das eigentlich schon eine Straftat. Aber wenn dann bei diesem Geschmiere auch noch geschrieben wird, die Basis, Schwurbler, angreifen, dann ist das für mich eindeutig Volksverhetzung. Und deswegen werde ich das jetzt mal anzeigen und mal gucken, was hier in Berlin passiert. Ja? Ich weiß nicht, wer so etwas an Wände sprayt. Es steht hier nicht, man soll mit der Basis reden, einen demokratischen Dialog führen, Fakten austauschen, die Menschen kennenlernen und mit ihnen zusammen feiern und singen und gemeinsam, unteilbar für Deutschland zum Beispiel etwas tun. Oder für die Welt oder für wen auch immer. Nein, hier steht, die Basis angreifen. Das ist aus meiner Sicht nicht erträglich. Das kann man nicht ertragen. Das kann man nicht akzeptieren. Und das ist im Sinne von Menschenwürde und einem demokratischen Verständnis völlig unakzeptabel. Jemand, der so etwas tut, ist kein Demokrat. Jemand, der so etwas tut, den kann ich überhaupt nicht verstehen. Gar nicht. Nee. Dafür habe ich kein Verständnis. Dafür gibt es eine Anzeige.